Tor, der Torwart stürmt raus und hat den Ball, das sagt Boris auf Fischer, Doppelpass im 16er. Der Mann ist komplett durch, versucht mit dem Chip für Boris, der ist da frei vom Tor, schießt, der wird gehalten. Yo, brrr. Sechstes Kreisligaspiel heute. Heimspiel. Wir sind wieder da. Letzte Woche war ein crazy Comeback. Heute versuchen wir es ein bisschen sicherer zu machen. Gehen gar nicht erst in Rückstand, sondern holen direkt die 3 Punkte nach Hause. Hans telefoniert gerade mit Holzi. Fragt, wie es so in Dubai ist. Der muss wieder schon. Der kommt dann wieder, dann schont er sich wieder, weißt du? Wenn Holzi nicht da ist, dann muss er es übernehmen, ne? Ihr seht die Aufstellung. Es gibt eigentlich gar keine Änderung. Außer dass zwei, die halt vorne drin standen. Nein, so über Außen kommt von Anfang an. Gegen diese Zweikämpfe nutzt die. Warum haben wir in der ersten Hälfte so ein gutes Spiel gemacht? Ab Minute 10. Warum? Weil wir die Zweikämpfe angenommen haben. Weil ihr gemerkt habt, die waren hitzig, die gehen in jeden Zweikampf, die treten nach. Weil wir mal gelernt haben, dass wir dagegen halten können. Machen eine super erste Hälfte dann, kommen dann aus der Kabine und nehmen uns wieder selber aus. Riesenmoral gezeigt, am Ende verdient gewonnen. Fokus beim Aufwärmen direkt und dann rasieren wir das Ding, okay? Auf geht's. Okay, das war ja da. Ich weiß gar nicht. Ja? Der macht eine eigene Startelf. Der macht geheime Aufstellung. Du musst immer gucken, schon planen, was passiert, wenn was passiert. Gleich geht's. Jetzt geht's los. Rafa, kannst du beeilen, was passiert? Du machst mich komplett nass. Kennt ihr ihn noch? Ja, ihr seht richtig, das ist Mumu Black, Alter. Jahrelang haben wir uns nicht gesehen. Wie geht's dir, Bruder? Gut. Nice. Gerade das Spiel gehabt, 8-1 gewonnen. Tore gemacht? Ja, 2. 2 Tore, Alter, GG. Ich hoffe, ich kann in deine Fußstapfen treten. Lass dein Like dafür, eine neue Challenge gegen Mumu Black. Der ist jetzt, glaube ich, schon 23 oder so. Nein, 16. 16, stabil. Hau rein, ne? Boah, Junge, so eine Maschine, Alter. Zeit für eine Prediction von Holzi. Ah, er ist noch in Dubai. Jedenfalls sind die Gegner noch nicht mal beim Aufwärmen. Können ein gutes Zeichen sein. Ah, ne, die wärmen sich da auf. Die haben keinen Bock auf uns. Die wollen heute auf Kleinefeld spielen. Die wollen Baller League spielen. Ich sag, das wird ein richtig enges Spiel. 3-2 für uns. Aufsteiger gegen Aufsteiger. Aufsteiger gegen Aufsteiger, ja. Und vielleicht wird einer davon auch ein Absteiger. Jungs, ist heiß. Wir müssen viel trinken, immer wenn Möglichkeit ist, trinken. Vorher viel trinken, nicht nachher erst. Vorher viel trinken. Wird viel Energie wird rausgezogen von euch. Ihr werdet schnell kaputt sein. Aber das ist alles nur Kopf. Einfach weiter Gas geben. Das ist nur Kopf. Pavel hat schon alles erzählt. Aber Jungs, ich weiß ganz genau, nachher geht ihr raus, es ist warm draußen, nach 5 Minuten seid ihr platt. Aber ihr seid nicht platt, das ist nur hier Kopfsache. Einfach weiter euch pushen als Mannschaft. Habt keine Angst, nehmt den Ball direkt, nicht nochmal annehmen, Dings. Haut den rein, das Tor, dann ist das Ding drinnen. Das ist Bauch, Beine, Punkt. Bauch haben wir alle genug, ne? Wow. Ich kann auch noch was abgeben von meinem Boss, kein Thema. Wir starten in unser Spiel gegen SG Benrath Hassel, sie direkt mal unsere Anstoßtaktik kopieren, aber bei ihnen hat sie genauso viel Erfolg wie bei uns. Ihr kennt das Spiel, schreibt euren Tipp für dieses Game in die Kommentare, ohne zu schummeln. Ich gebe euch jetzt 3 Sekunden. Geht in die Kommentare. 3, 2, 1. Okay. Dominik spielt den Ball auf Hayati, der lässt klatschen in die Mitte auf Boris, der schickt Pablito direkt in die Tiefe, was für ein genialer Pass. Pablito überlegt ein bisschen, wo kann er den Ball hinspielen und versucht ihn quer zu legen, aber der Verteidiger ist dazwischen. Sie kriegen den Ball aber nicht geklärt, denn Mü fängt ihn ab, Boris auf Hayati, Hayati versucht in den 16er zu ziehen, wird aber auch gestoppt. Dann ist erstmal eine Weile nichts passiert und ich muss ehrlicherweise sagen, das Spiel sah größtenteils so aus wie hier. Wir haben den Ball hinten rumgespielt und irgendwann kam dann der lange Ball wie hier von Celino einfach mal nach vorne. Also sehr ideenlos, beziehungsweise ein Abtasten von beiden Mannschaften, denn bei den anderen sah es auch nicht besser aus. Wir versuchen den Angriff zu starten, verlieren den Ball und jetzt wird halt hinten rumgespielt bei den orangenen Jungs.
Also sehr chancenarme Partie. Wenn was passiert ist, dann durch individuelle Fehler. Boris verliert hier den Ball, weil er denkt, er hat ein bisschen zu viel Zeit. Und jetzt geht's da mal straight nach vorne von Oranje. Langer Ball in die Spitze. Der Mann ist komplett durch. Versucht's mit dem Chipper. Der sieht gut aus, aber ist drüber. Wieder Dominik am Ball. Der hatte, glaube ich, die meisten Ballkontakte im Spiel. Versucht Mühe zu finden. Der wird von hinten umgetreten. Freischuss für uns. Und Boris hat dann Gedankenblitz. Sieht Andrew reinstarten. Führt diesen Freischuss schnell aus und schickt Andrew auf die Reise. Der kann den Ball festmachen im 16er. Legt ihn ab auf Hayati und er verfehlt das Tor nur um ein paar Zentimeter. Es wurden lange Bälle ohne Ende gespammt und ab und zu kamen sie auch mal an, wie hier in der Szene. Aber Luis, der geborene Außenverteidiger, erklärt das hier, indem er sich umtreten lässt. Das sieht gar nicht gut aus. Wenn du vorher tiefer lässt, dann kriegst du gar nicht den Zweikampf. Ich kann schon mal spoilern, Luis musste kurz nach der Szene runter. Das heißt, wir mussten wieder alles umstellen. Pablito bringt in der Zeit hier diesen schönen Freistoß. Der Ball springt zu Flo, der sucht den Abschluss. Der Schuss wird geblockt vom Poppes der Orangenen. Pablito will ihn wieder reinbringen, aber Andrew steht da im Abseits. Falsche Seite, Fischer. So geil, wie du Orange anziehst. Ne? Bleib weit. Auf der anderen Seite sollte sich auch eine Torchance ergeben. Über unsere linke Seite. Dominik kann den Ball erstmal ablocken, aber die Orangenen haben auch den zweiten Ball. Jetzt wird's aus der Ferne probiert, aber das ist natürlich keine Gefahr. Wir wechseln für Luis, weil Luis kann nicht mehr. Alles klar, erstmal vorübergehen. Hayati macht Meter und schickt den Mühexpress auf die Reise. Das ist seine Spezialität, den Turbo anziehen. Der hält den Ball hier klar im Spiel und versucht in den 16er zu ziehen. Der Schiri pfeift jetzt aber ab. Und entscheidet auf Einwurf. Mühe versteht die Welt nicht mehr, denn der Ball war ja klar noch im Spiel und regt sich hier zu Recht auf. Aber kriegt dafür jetzt die gelbe Karte. Hell no, man. What the fuck, man? Ihr seid nicht Barcelona. Ihr seid auch kein Real Madrid. Und ihr spielt da hinten rum, als wärt ihr, was weiß ich, keine Ahnung. Unsere Stürmer laufen vorne ganze Zeit hin und her. Ein Pass rechts, links, annehmen, du siehst. Andrew spielt da, dann spielst du den Ball lang, 20 Ballkontakte gehabt, aber von den 20 waren 19 unsere Innenverteidiger. Unsere Offensive, Pablito hat keinen Ball, Smiley hat keinen Ball, Andrew hat keinen Ball, Mühe hat keinen Ball. Ihr habt die Ansage von Hans gehört in der Trinkpause. Wir müssen auf jeden Fall was an unserem Spielstil ändern und mehr nach vorne spielen. Dominik sucht hier direkt Mühe, findet ihn auch und der startet mal wieder den Turbo. Ich liebe das, wenn er das R1-Dribbling auspackt. Macht Meter mit dem Ball, sieht mich in der Spitze. Ich lasse den Ball durch für Boris. Der ist da frei vom Tor, schießt. Der wird gehalten und ich mit einem dreckigen Abstauber kann das 1:0 hier machen. Die Ansprache von Hans hat direkt Früchte getragen. So muss das sein. Legendentrainer. Kukureya spielt den Ball hier in die Spitze auf Nummer 14. Der versucht ihn irgendwie reinzuflanken, aber Andrew ist da. Flo köpft den Ball jetzt hier aus dem 16er raus. Gar kein Problem, aber der zweite Ball ist bei Bernhard Hassels. Nein, nicht mit dem Flo. Der knallt da komplett rein. Pablito spielt den Ball auf den Fischifisch. Fischer weiter auf mich. Ich habe jetzt ein bisschen Platz und ein bisschen Zeit. Diesmal entscheidet der Schiri nicht auf Einwurf. Ich warte, bis Fischer nachkommt. Jetzt den Ball, aber dafür pfeift der Schiri abseits. Wieder ein Lebenszeichen von Benrad, der Mann, der in der Mitte alles gelenkt hat. Chipball, der kommt nicht wirklich an den Hayati, hat da hinten alles im Griff. An ihm kam man nicht vorbei. Mühe, der schon eine gelbe Karte hatte, denkt sich, ist eine gute Idee, jetzt hier mal die Sense auszupacken und den Gegner komplett zu fällen. Das gibt selbstverständlich Freistoß. Und zwar aus einer Position, wo wir schon öfter mal ein Ding kassiert haben. Der Freistoß kommt auch echt nicht schlecht. Aber das hier ist ja mehr Handspiel, Volleyball und Basketball als alles andere. Deswegen wird dieser Treffer zu Recht zurückgezogen. Schade für den Fallrückzieher. Fischi, lang, ey! Aber mitlaufen! Andrew, der jetzt Linksverteidiger für Luis spielen muss, der erobert hier den Ball. Der Typ ist auch einfach eine Maschine. Den kannst du auf jede Position stellen, selbst ins Tor. Packt jetzt hier noch den perfekten Pass aus. Mühe legt sich den Ball aber einen Millimeter zu weit vor. Der Torwart kommt raus und hat den Ball. Das sah gar nicht gut aus, aber keine Sorge, dem Torwart geht's gut. Hier mal eine Szene, wo wir uns ausnahmsweise gut durchs Mittelfeld kombiniert haben, wie FC Barcelona. Vielleicht hatte der Hans doch Unrecht und wir sind gar nicht so schlecht. Nein, keine Sorge. Ein paar Sekunden später sind wir schon wieder FC Rotatus, die Kreisligamannschaft. Guckt euch das an.
von Champions League zu Kreisliga in nur ein paar Sekunden. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht das Ding kassieren. Aber Boris ackert super zurück. Aber der zweite Ball ist auch bei Benrad. Flo kommt auch zur Hilfe. Die beiden Sechser. Boris hat den Ball, spielt ihn auf Flo. Und Flo wirft sich auch nochmal da rein. Jetzt haben wir den Ball endgültig. Nein, den wir verlieren ihn zwei Sekunden später schon wieder. Und ja, dieser Versuch, da brauchen wir nicht drüber reden. Der Celino ist da. Langer Diago von Knoll, unserem anderen Dominik, auf Mühe, der mit einem Perfect Touch und das ist sein Spiel. Jetzt hat er Wiese vor sich und zieht an, macht ein paar Wackler, zack, zack, zack und rechts am Gegner vorbei. Sucht jetzt die Mitte, versucht mich anzuspielen mit diesem Pass, aber der Verteidiger ist davor und blockt. Aber der Rebound springt auch zu uns. Flo auf den Fischer, Fischer hat ein bisschen Zeit, sucht den Abschluss, aber den fängt der Torwart auch easy. Ausgeglichenes Spiel, wir erobern aber den Ball im Mittelfeld und jetzt geht's mit ein paar Pässchen schnell nach vorne. Pablito lässt nochmal klatschen und Boris direkt auf Fischer, der kann Meter machen, versucht jetzt aber auch den Abschluss hier zu nehmen, aber der Torwart war wirklich nicht schlecht, packt die nächste Parade aus und der Ball ist zu ungenau. Boris am Ball macht ein paar Tricks für die Chicks, wird hier ein bisschen gefoult und holt den Freistoß raus. Kommt auf die 10, ja. So gesehen. Dann nehme ich hier aber gegen Ball wieder 4 für 2, ja? Danach mussten wir den Mühe rausholen, der mehr als gelb-rot gefährdet war. Und für ihn kam Mr. Ballrolle. Benrad hatte immer mal wieder gefährliche Szenen wie hier. Steckpass, der Typ ist fast durch. Der Abschluss wird geblockt und der Nachschuss, der ist ja auf Spidey-Niveau. Hat er den von mir? Es wurde auch immer mal wieder mit Distanzschüssen probiert, weil unsere Verteidigung eigentlich stabil stand. Genauso stabil wie Dominiks Hintern. Er klärt den Ball raus und der Schiri pfeift zur Halbzeit. Alter, ich dachte, es wäre Winter. Warum ist es noch so warm? Das ist so anstrengend. 1-0 Führung. Schön hinten bunkern und dann zustechen wie eine Biene. Anstrengend, ja. Ich dachte, der klebt ganz hinter mir. Und bei dem Wetter kann man gar nicht weglaufen. Viel trinken, immer wenn Möglichkeit ist, trinken. Vorher viel trinken, nicht nachher erst. Manchmal kommen wir zu spät und dann spielen die hier den Torwart an. Da muss Fischi, der Mann geht vielleicht hier hin, aber lass den hier stehen. Wenn der Sechser hier hinkommt, dann muss Fischi den hier nehmen. Haiti hat einen Mann, aber lass den trotzdem hier. Müsst ihr in der Sekunde, müsst ihr heiß sein und drauf gehen, damit er eine Entscheidung fällt. Boris auch, Flo auch, ihr besonders. Aber als erstes ist jetzt die Defensive. Ja, wir spielen genau wie vorher auch, wenn wir die Möglichkeit haben, hier lange Diagonalball nach da, langen Ball nach da. Nimm den Ball an, Vororientierung schon vorher, offene Stellung, Annahmepass. Für die nötige Extraenergie in der zweiten Halbzeit. Gumming, Leute. Ich glaube, es gibt noch 30% mit dem Code BROTATOS30. Auf geht's in eine heiße zweite Halbzeit, also wegen den Temperaturen. Benrad mit der Ecke und der Flo hat noch nicht mitbekommen, dass die Seiten gewechselt werden nach der Halbzeit. Deswegen probiert er hier das eigene Tor zu treffen. Zum Glück hat Celino den. Dominik, super Ball auf den Fischer am Flügel. Der Fischer hat ein bisschen Zeit, guckt, was er machen kann, aber Kukureya, er grätscht den Ball. Benrad hat jetzt natürlich alles gegeben, um diesen Ausgleichstreffer zu erzielen. Sie waren auf jeden Fall griffiger in den Zweikämpfen, erobern den Ball im Mittelfeld und der Spielmacher mit einem wunderschönen Pass ist unglaublich, aber noch unglaublicher ist diese Parade von Celino. Die ist so unglaublich wichtig und richtig. Pablito pflückt sich diesen Ball runter und leitet den nächsten Angriff selber ein mit dem Pass auf Boris. Der steckt ihn weiter durch. Pablito versucht an den Ball zu kommen, geht in den Zweikampf und der Gegner prallt ja wirklich von ihm ab. Der Pablito wiegt aber 30 Kilo weniger. Wir können den Angriff stoppen vom Benrad und Pablito knallt den Ball nach vorne. Der kommt perfekt zu mir und ich leite ihn weiter auf. Fadli AK Mr. Ballrolle, der die erste Ballrolle auspackt und der Pass danach ist auch nicht schlecht. Auf Fischer. Fischer macht wieder Meter, stoppt den Ball, spielt ihn auf Fadli bzw. versucht es, denn der kommt nicht an. Auf der anderen Seite zeigt der Gegner, wie man es richtig macht. Richtig schöne Pässe, schön kombiniert und da haben wir ausnahmsweise mal Glück, dass dieser Abschluss gegen den Pfosten springt. Das war haarscharf. Angriff über Haiti, der nimmt den mit der Schulter mit, davon hat er auch mehr als genug, spielt den Ball jetzt rüber auf Fischer und Fischer versucht mit dem nächsten Abschluss, aber auch dieser Schuss wird geblockt. Oh, das hat mir wehgetan. Oh, das hat mir wehgetan, Fischi. Weiter so. Oh. Ich weiß nicht. Danach haben wir gewechselt, denn wir brauchten frische Beine und frische Früchte. Denn es kamen Johnny und die Zitrone rein. Für die gingen Flo und Pablito raus. Nächster Angriff von uns über Mr. Ballrolle auf Hayati. Der versucht sich durchzubaggen. Schafft es auch erstmal, aber ich nehme jetzt den Ball und sehe, Fischer startet. Spielt den Ball in die Gasse, aber der ist ein Tick zu lang. Der Torwart ist wieder da.
Benrad im Aufbauspiel. Ich kann diesen Pass hier erahnen und schnapp mir den Ball. Nimm den Andrew mit. Andrew spielt ihn auf die andere Seite auf Mr. Ballrolle. Der macht keine Ballrolle, versucht es nämlich mit einer Annahme. Die verspringt ihm aber leider. Der Ball ist bei Zitrone. Der macht das, was er am liebsten macht. Draufknallen. Knoll kommt hier, verletzt sich in dieser Szene. Keine Ahnung wie. Aber Zitrone fängt den Ball ab, bevor es brenzlig wird. Benrad wollte es natürlich wissen, sie wollten unbedingt diesen Ausgleich erzielen, aber wir haben hinten dicht gemacht. Ganz, ganz wenig Chancen hatte Benrad, wenn es gefährlich wurde, dann über und selber von Andrews Schulter springt er fast rein. Aber alles natürlich mit Auge. Gute Übersicht von der Zitrone findet den Fischer auf der anderen Seite. Der hat heute aber leider die Flossen irgendwie nicht richtig eingestellt, verliert diesen Zweikampf und Central C versucht hier Meter zu machen, aber fault den Fadli hier und das gibt einen Freistoß für uns. Was hat sich Boris für diesen Freistoß überlegt? Kurzer Pass auf Johnny, der nimmt ihn mit und versucht ihn reinzubringen. Aber wie so oft sitzt der letzte Pass nicht, beziehungsweise ein Gegner ist dazwischen. Und ich habe ja gesagt, wenn es brenzlig wurde, dann nur, weil wir es uns selber hinten verkackt haben. Hier im Aufbauspiel, gefährlicher Pass von Boris und jetzt Benrad wieder mit einem Fernschuss, da ist ein Fuß dazwischen und der Knolli knallt den Ball weg. Nächstes Paradebeispiel dafür, dass wir uns selbst der größte Gegner waren. Fischer hat den Ball, anstatt ihn abzupassen, verliert er ihn hier. Alle sind in der Vorwärtsbewegung, das könnte gefährlich werden. Der nächste Fernschuss, aber wir können von Glück sprechen, dass die Gegner kein Zielwasser getrunken haben. Aber der Fadlier hat die Ballrollen getrunken. Hayati am Ball und viel Zeit, nur Central C vor sich. Er spielt nochmal den Ball auf Mr. Ballrolle, der packt die Ballrolle aus, wieder auf Hayati. Und jetzt ist das mal eine wunderschöne Passstaffette. Boris auf Fischer, Doppelpass im 16er, nochmal quer und wieder der letzte Pass. Der allerletzte Pass kommt nicht an. Der Gegner ist kurz vor unserem 16er. Zitrone geht hart dazwischen, aber der Schiri entscheidet da auf Foul. Bisschen komisch, aber ich dachte mir nur, bitte jetzt kein Freistoßtor wieder kurz vor Ende kassieren. Aber Celino ist sicher, hat den Ball hier. Gar kein Problem. Danach bin ich runter. Ich war Knockes to the Max und für mich kam der Ehrenmann, um vorne nochmal Gas zu geben. Ich bin tot. Tot gelaufen. Wir erobern den Ball früh vom Benrad, weil wir Druck machen in den letzten Minuten. Fischer auf Fadlier, der wird umgegrätscht, viel Gewusel, aber am Ende des Tages hat Mr. Ballrolle den Ball. Jetzt auf Johnny und der packt einen geisteskranken Pass aus durch die ganze Verteidigung, aber das ist angeblich schon wieder abseits, das kann doch nicht wahr sein. Nee, never, komm, komm, Ayati, komm, komm! Die letzten Minuten im Spiel, Benrad hat nochmal alles nach vorne geworfen, versuchen hier auf Krampf dieses Tor zu machen und wir halten mit allem, was wir haben, dagegen. Boris foult hier jetzt den Gegner, das gibt den nächsten Freistoß aus einer gefährlichen Position. Und selbst der Torwart kommt für diesen Freistoß hier mit nach vorne, alles oder nichts. Torwart ist vorne drin in unserer Box. Ja, 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 ja. Entweder 1-1 oder 2-0 jetzt. Wahrscheinlich die letzte Chance für Benrad, einen Punkt mitzunehmen. Was passiert mit diesem Freistoß? Er wird voll in die Mauer geknallt, aber der Ball ist immer noch heiß. Die Chance lebt. Der Ball wird eingechippt und Knolli hält seinen Schädel dahin. Der Ball ist aber immer noch nicht geklärt. Immer noch bei uns im 16er. Quer gespielt und der segelt an allen vorbei und geht ins Aus. Was für ein Glück für uns. Ja. Richtig, richtig, richtig. Pfeife ab, bitte Pfeife ab. Pfeife ab, der guckt auf die Uhr. Wir haben nochmal den Ball. Letzte Aktion, Flanke von Hayati Richtung Johnny. Der Ball kommt aber nicht an und der Schiri erhört meine Gebete und pfeift ab. Wir gewinnen 1-0. Ein dreckiger Sieg, aber wichtig. Ja! Ja! Let's go! Richtiger Sieg! Nein, nein, nein. Geil! Ja. Am Ende fragt keiner, wie wir gewonnen haben. Ist egal. Egal, drei Punkte. Wir haben mit 2 Siegen in Folge geholt und haben wieder über 90 Minuten, auch wenn wir Glück hatten, muss man sagen, wir machen vorne die Tore nicht, haben ein, zwei Mal Glück hinten, aber wir haben gekämpft bis zum Ende. Aufstieg, oh, Aufstieg! Der Hans ist unser Aufstiegstrainer. Komm, jetzt Aufstieg, nicht wir sind hier. Wir sind ein! Was soll ich euch sagen, ne? Ich habe gesagt, es wird ein Kämpferspiel, aber am Ende nur 1-0, aber reicht. A win is a win, die nächsten 3 Punkte sind da und ich glaube, langsam klettern wir die Tabelle hoch. Wir sehen uns nächste Woche wieder in der Kreisliga.